In Gold We Trust. Das ist der Name der bekanntesten Goldstudie, die Jahr für Jahr erscheint. Und diese Studie beschäftigt sich, der Name sagt es, mit dem Goldpreis. Und es gibt in dieser Studie viele Grafiken, die darauf hindeuten, dass Gold sich zwar in den letzten Monaten positiv entwickelt haben mag, aber dass das Beste jetzt erst noch kommt. Wir schauen uns die Studie an und außerdem möchte ich euch gerne Freikarten für die Invest schenken. Also, legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe, ich kann euch bald leibhaftig begrüßen. Denn nach einigen Jahren Pause, ich weiß gar nicht, was dazwischen gekommen ist, findet sie dieses Jahr wieder statt. Die Anlegermesse Invest in Stuttgart. Da gab es in den letzten Jahren sehr, sehr schöne Treffen. Ich habe viele, die mich teilweise über Jahre hier als Leser oder auf den Kanälen begleitet haben, dort dann getroffen. Und es waren immer tolle Gespräche. Ich freue mich, wenn ihr dort zahlreich erscheint. Es gibt keine Ausrede, wenn es um die Karten geht, denn die schenke ich euch und zwar im Report am Mittwoch. Tragt euch gerne für diesen kostenlosen Report hier ein. Da werde ich euch dann gerne den Code geben und dann könnt ihr euch die Freikarten ausdrucken. Im Mai findet das Ganze statt. Außerdem in diesem Report wird Silber eine Rolle spielen, denn Silber befindet sich meines Erachtens gerade charttechnisch an einer ganz interessanten Stelle. Also darauf schauen wir. Denn heute wollen wir uns weitestgehend auf Gold konzentrieren und wir wollen uns eine Studie anschauen. Nicht irgendeine Studie, sondern die bekannteste Goldstudie überhaupt. In Gold We Trust heißt sie, kommt Jahr für Jahr raus und ist meines Erachtens, kurze Kritik, nicht wirklich geeignet, um sich ein vollständiges Bild über den Goldmarkt zu verschaffen. Warum? Sie hat immerhin 70 Seiten und praktisch jeder Aspekt der Goldanlage wird dort beleuchtet. Was mich aber stört, ist, dass die Studie absolut einseitig ist. Ich habe gerade schon das Bildschirmvideo gemacht. Feel Good Studie. Ja, wer in Gold drin ist, der fühlt sich anschließend noch besser. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, zu einer wirklich guten, ausgeglichenen Analyse gehört natürlich auch, dass ich die weniger positiven Aspekte beleuchte. Egal, ob ich über Bitcoin, Aktien, Immobilien, Sneaker, Turnschuhe, das ist das Gleiche, Sneaker, Turnschuhe, oder Oldtimer spreche, oder Uhren, oder was auch immer. Ich kann ja nicht irgendwas kaufen und dann sagen, ab die Post, kann ich natürlich machen, aber so macht ja eine Analyse dann herzlich wenig Sinn. Sondern ich schaue, was spricht vielleicht dagegen. Und frei nach Charlie Munger, invert, always invert, schaue ich eigentlich besonders darauf, insbesondere nachdem ich gekauft habe, was dagegen spricht. Denn ich bin ja schon drin. Ich brauche also diese Feel-Good-Stimmung nicht, ich brauche die kritischen Stimmen. Und die wiederum, die werden von diesem Report nicht geliefert. Nichtsdestotrotz sind einige Grafiken sehr, sehr interessant, sehr brauchbar. Und sagen wir mal ganz ehrlich, manchmal macht es ja auch einfach Spaß, mit guter Stimmung in einer Anlageklasse drin zu sein. Also, wir steigen ein in Gold We Trust. In Gold We Trust, so heißt der Feel Good Report für Edelmetallanleger, der alljährlich herausgegeben wird. Ich habe schon gesagt, zu einer guten Analyse gehört es normalerweise, beide Seiten zu betrachten, ganz gleich, ob wir über Edelmetalle, Bitcoin, Immobilien oder Aktien sprechen. Das geschieht hier meines Erachtens nicht, aber ich möchte die Kritik aus dem Intro nicht nochmal wiederholen, denn die Grafiken und viele Charts, die wir hier sehen, die sind dennoch brauchbar und sollten dann eben in die eigene Analyse mit einfließen lassen. Grundsätzlich mal, das brauchen wir heute auch nicht weiter besprechen, weil wir in den letzten Wochen immer mal wieder schon drauf eingegangen sind. Grundsätzlich mal ist Gold in einem Aufwärtstrend. Das mag einem nicht immer so vorgekommen sein in den letzten Jahren, ist aber so. Ja, im Jahr 2000 waren wir noch bei $255 und jetzt sind wir bei $1924. Es gab die ein oder andere Technologieaktie, die besser gelaufen ist. Das gilt auch für den Nasdaq 100, aber dennoch war Gold ja nicht schlecht. Und es ist die Spekulation vieler Anleger, dass das Beste erst noch kommt.
Grundsätzlich mal ist jetzt dieser Moment auch ganz interessant. Das sind die Schlusskurse von Freitag, die wir hier uns anschauen, weil Gold aus einer Konsolidierung, die ebenfalls anderthalb Jahre gedauert hat, also wir waren hier in der Spitze im August 2020 ja schon mal auf einem neuen Allzeithoch, dann gab es einen kleinen Rücksetzer und jetzt hier diesen Ausbruch. Damit das Ganze gelingt, sollte möglichst die Kerze, die den Ausbruch markiert hat, nicht mehr zurückgenommen werden. Das heißt, Gold sollte nicht unter 1800 US-Dollar zurückfallen. Im besten Fall bleibt es oberhalb von 1900 US-Dollar. Man sieht aber auch, dass solche Fehlausbrüche im langfristigen Chart dann die ganz große Rolle auch nicht spielen. Dennoch ist es wichtig, zwischen langfristigem Investment und einer allem anderen, also eine kurzfristige Spekulation kann natürlich wenige Sekunden dauern, aber auch mehrere Wochen. Aber wenn ich eben in einem Wert bin mit dem Ziel, dann zu höheren Kursen auch mal zu verkaufen, dann brauche ich zwangsläufig auch einen Stop. Sonst habe ich alles voll von Hoffnungswerten im Depot, das macht keinen Sinn. Und jetzt schauen wir auf die aus meiner Sicht interessantesten Grafiken aus diesem Chart. Und beginnen möchte ich mit einem, der die richtige Frage stellt. Are 4 decades of disinflation now over? Also Disinflation im Prinzip als beschreibt einen Zustand der Abwesenheit von Inflation. So möchte ich es mal sagen. Und wir sehen, dass dieser Zustand über viele Jahre, über Jahrzehnte hinweg angehalten hat. Und dann kam hier dieser, das war beileibe nicht der einzige Artikel, Is Inflation Dead? Ja, und dann kann es meistens nicht mehr lange dauern, bis sie wieder zurückkommt. Und sie ist zurückgekommen. Und wir sehen auch, dass eine Rezession, in der wir uns ja derzeit noch nicht befinden, sehr häufig in solchen, gerade am Beginn einer solchen inflationären Phase die Folge war. Wird uns gleich nochmal beschäftigen. Also, wir haben glasklar einen Ausbruch der Inflationsrate, sowohl in den USA als auch in Europa erleben wir tagtäglich und merken wir natürlich auch, oder sehen wir im eigenen Geldbeutel, keine Frage. Den habe ich zuletzt schon beschrieben und das ist einer, den man, wenn wir uns den gesamten, den großen Markt anschauen, also ich mache diese Unterscheidung deshalb, weil tatsächlich die Small Caps in den USA, das wird in einer solchen Studie natürlich nicht weiter besprochen, die Small Caps in den USA sind weit weg von historischen Hochs hinsichtlich ihrer Bewertung. Aber nehmen wir hier den Buffett-Indikator. Das ist also die Marktkapitalisierung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, zum GDP in den USA, dann ist der Markt teuer. Punkt. Und da gibt es auch nichts weiter hinzuzufügen. Und teuer im Übrigen ist ja eine Aussage, die man treffen kann, denn hier geht es nicht darum, ja, das sind ja auch Technologieunternehmen, die wachsen schneller. Das ist ja alles in dieser Bewertung drin. Absolut betrachtet ist der Markt teuer. Welche Anlageklasse, man kann sich in dem Report natürlich beinahe denken, hat denn in einem stagflationären Umfeld, das ist sicherlich, wenn wir die nächsten Monate uns anschauen, das größte Bedrohungsszenario, sich am besten gehalten und wir sehen, das war Gold. Ist auch deutlich besser als Silber gelaufen, denn in Stagflation ist natürlich auch das Nichtwachstum drin und da Silber in etwa zu 50% auch als Industriemetall genutzt wird und von daher auch von einer Konjunktur natürlich beeinflusst wird, läuft Silber in so einer Phase schneller. Man kann aber sagen, dass zumindest, und das ist ganz entscheidend, in den stagflationären Phasen, die hier betrachtet wurden, so viele gab es in der Vergangenheit auch gar nicht, Gold ein Schutz war. Und das habe ich ganz bewusst, diese Grafik mit reingenommen, weil das für mich ganz wichtig ist. Natürlich kann man mit dem richtigen Timing im Goldmarkt viel Geld verdienen. Mit Goldaktien zum richtigen Moment eingestiegen, zum richtigen Moment ausgestiegen, konnte man sehr viel Geld verdienen. Keine Frage. Es geht aber bei Gold ganz wesentlich um den Vermögenserhalt, gerade für die langfristigen Anleger. Und das sollte man im Hinterkopf behalten. Und das ist meines Erachtens auch die richtige Herangehensweise bei Gold. Equities decline before recession starts. Das ist eine, ja, im Durchschnitt 6,5 Monate. Das ist genau das, was wir für den Aktienmarkt immer wieder feststellen. Viele Anleger, nicht alle, und ich hoffe, ihr gehört nicht dazu, betrachten die Nachrichten des Morgens und sagen, so ist das an der Börse. Warum steht denn der DAX jetzt so hoch oder warum steht er jetzt so tief? Die Börse schaut 3 bis 6 Monate in die Zukunft. Je größer
der Impact, der Einfluss von den tagesaktuellen Nachrichten, da kann sich diese Zone auch mal ganz massiv, dieser Ausblick verkürzen. In einem Crash-Moment wird eben nicht mehr 6 Monate in die Zukunft geguckt, nicht mal 6 Tage. Da ist alles furchtbar, was heute passiert. Deswegen sind solche Crash-Bewegungen auch praktisch immer das Resultat von Panik und daher praktisch immer auch eine Chance. Also 6,5 Monate schaut die Börse in die Zukunft und fällt dann schon, bevor die Rezession begonnen hat. Wir sehen im Übrigen auch, dass die Börse derzeit die Rezession noch nicht einpreist. Ob ihr jetzt sagt, das ist aber eine Chance oder nicht, ist eine Spekulation. Weiß man dann 6 bis 7 Monate später. Das ist ebenfalls ganz interessant und das ist nach der ganzen Zeit auch zu erwarten. Wie viele Leute glauben überhaupt, dass die Inflation bleibt? Das glauben relativ wenig Menschen, inklusive vieler Notenbanker. Das heißt also, wer jetzt sagt, ich glaube, dass die Erwartungshaltung hinsichtlich der Inflation, also dass sie auf einem erhöhten Niveau bleibt, ich glaube, dass das unterschätzt wird, der kann davon profitieren. Das hier werden ganz wesentlich auch institutionelle Marktteilnehmer sein, geht aus der Studie nicht hervor, ob hier Privatanleger gefragt wurden. Es wäre eigentlich wichtig gewesen, aber anyway. Wir können ja an den aktuellen Notierungen, zum Beispiel der inflationsgeschützten Anleihen, erkennen, wie die Erwartungshaltung ist. Und die Erwartungshaltung fallender Preise hat sich etwas in die Zukunft verschoben. Aber nach wie vor, wenn heute die Umfrage gestartet wird, dann ist Common Sense, in 12 Monaten hat sich das alles wieder beruhigt. Wenn es anders kommt, dann wird der Markt auf dem verkehrten Fuß erwischt. Und das heißt in dem Fall, es wäre positiv für Gold, es wäre negativ für Aktien. Ja, hier nochmal die Bestätigung. Gerade wenn man sich verhältnismäßig schwache Währungen anschaut, Gold hat gegenüber den großen Währungen, die hier sind im Jahr 2022, gegenüber allen praktisch zugelegt. Am stärksten gegenüber dem 10,5% gegenüber dem japanischen Yen. Und das macht auch Sinn, denn es gibt nur noch eine Notenbank, eine bedeutende Notenbank auf diesem Planeten, die sagt oder die antwortet auf die Frage, ja, wie viele Anleihen werden denn notfalls gekauft, um den Zins niedrig zu halten? Alle. Das ist nach wie vor die offizielle Verlautbarung der japanischen Notenbank. Und es ist ja irgendwo auch beruhigend, dass genau dieser Schutz dann funktioniert. Ja, keine Notenbank ist noch derart stark auf dem Gaspedal wie die japanische. Und daher ist dieser 10,5%ige Aufschwung gegenüber dem Yen auch stark absolut nachvollziehbar. Und man sieht ja auch, dass der Euro auf Euro-Basis ist der Euro zum US-Dollar, Gold 8,5% gestiegen, auf Dollar-Basis nur 5%. Ja, das ist eben der Unterschied einer Notenbank, die bereits im Tightening-Prozess ist, also ihre Geldpolitik zurückfährt. Von der EZB kann man das derzeit ja noch nicht behaupten, weil das Wachstum schwächer ist. So, das wiederum ist für mich ein klassisches Eigentor. In der noch jungen Geschichte des Euro, zumindest wenn wir ihn mal als Zahlungsmittel nehmen, ja, 2002 haben wir ihn dann, glaube ich, kann das sein? 2002 ist schon so lange her. Haben wir 20-jähriges Jubiläum hinsichtlich des Euro, den wir dann auch in der Brieftasche haben. Es war eine Geschichte, in der sich der Euro tatsächlich ganz gut gehalten hat. Es gibt sehr viele Studien, die darauf hindeuten, die D-Mark hätte keinesfalls das bessere Ergebnis für unser Land gebracht. Aber ich weiß, wir sind halt alle Nostalgiker und früher war halt alles besser. Was hier auf jeden Fall zu erkennen ist, dass man in den letzten derzeit so wenig Gold für den Euro wie noch nie bekommt. Das hier ist eine Grafik, die natürlich suggerieren soll, das wird sich ändern. Aber eigentlich ist es ein 20-jähriger Abwärtstrend. Also von den 71 Grafiken sind 70 meines Erachtens alle pro Gold. Ach Mann, ja sorry. Aber die hier ist eigentlich nicht pro Gold. Aber anyway, wollte ich nur mal mit reinnehmen, weil ich glaube, man kann natürlich immer sagen, ja, in den nächsten 20 Jahren wird alles anders. Ja, maybe. Vielleicht in den nächsten 20 Jahren alles anders. Silber wollen wir auch ganz kurz drauf schauen.
In allen großen Währungen hat Silber deutlich zugelegt, in etwa in dem gleichen Verhältnis, nur etwas mehr, 12,5% gegenüber dem japanischen Yen, 10,5% auf Euro-Basis und 7% auf Dollar-Basis. Im Prinzip genau das gleiche Spiel, nur weil wir uns eben derzeit noch nicht in einer Rezession befinden, ist Silber auch ganz gut gelaufen. Das sind einfach größere Schwankungen in der Regel, die wir hier bei Silber sehen. Nächstes, und das kann ich mitgehen. Die Studie ist dementsprechend also ein paar Tage alt, aber auch nicht mehr. Ein neues Allzeithoch haben wir bis jetzt nicht gesehen, aber es ist, kann sehr schnell gehen wie im Jahr 2011. Und tatsächlich glaube ich auch, dass wir Rallye-Phase Nummer 1 gesehen haben. Das ist keine Ansage, dass Gold jetzt einfach weiter durch die Decke schießt. Vielleicht fällt Gold auch nochmal 200 Dollar. Ja, gerade unterhalb von 1890 US-Dollar könnte ich mir vorstellen, dass die ein oder andere spekulative Position dann wieder rausfliegt. Aber nichtsdestotrotz ist mein mehrjähriger Ausblick, dass Gold deutlich höher notiert als jetzt. Was in all diesen Charts nicht drin ist und ist vielleicht auch nachvollziehbar, ist das kleine Damoklesschwert der Kryptowährung. Denn es war Monate, vielleicht sogar Jahre lang einfach geraten. Mittlerweile gibt es sehr verlässliche Studien, die zeigen, gerade eine jüngere Käuferschicht kauft lieber Kryptos aus vielleicht den gleichen Gründen, wie lange Zeit andere Menschen, als es Kryptos noch nicht gab, eben Gold gekauft haben und Edelmetalle im Allgemeinen. Das heißt also, ein Teil der Nachfrage ist hier abgeflossen. Ja, stimme ich zu. Dieser Bull-Cycle, dieser Bullenmarkt, dieser Bullenzyklus hat noch nicht seine finale Phase erreicht. Zustimmung. Würde ich genauso sehen. Da ist, wenn wir uns vergangene Zyklen anschauen, die stärkste Phase sollte dann erst noch vor uns liegen. Ebenfalls richtig und aus meiner Sicht etwas, wovon man dann durchaus profitieren kann. Die großen Goldproduzenten, die Miners, laufen langsam besser als Gold. Sie sind aber tatsächlich, wenn wir sie in Relation zu dem Goldpreis betrachten, aber insbesondere auch gegenüber anderen Branchen echt günstig. Und das ist ja in einem im derzeitigen Marktumfeld durchaus etwas, was der ein oder andere begrüßen würde, sich eine günstige Aktie ins Portfolio zu legen. Seit 2012 haben sich also Materials und auch Energie has gone nowhere, also haben sich überhaupt nicht bewegt. Tech ist durch die Decke gegangen und ich könnte mir vorstellen, und ich werde damit nicht zum absoluten Tech-Bär, denn wir dürfen nicht vergessen, in dem Moment, wo der Markt davon ausgeht, dass die Zinsen nicht so schnell steigen, in dem Moment sofort Tech 20-30% höher stehen kann. Und es gibt auch meines Erachtens aufgrund der Geschwindigkeit, mit der in vielen Branchen disruptive Technologien sich durchsetzen, keinen Grund, jetzt gar nicht mehr in Tech zu investieren. Grundsätzlich mal glaube ich aber, dass die Multiples für die Tech-Unternehmen, die absehbar noch kein Geld verdienen, weiter zurückkommen. Das heißt, dass wir immer mal wie in der letzten Woche vielleicht so ein kleines Comeback der Meme-Stocks sehen. Aber ich kann es nur mal wiederholen, das ist die Reise nach Jerusalem. Vorsicht, 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 hier ist noch reichlich Korrekturpotenzial. Insbesondere, weil Korrekturen im Tech-Sektor genau wie an anderen Orten nach so großen Zyklen mit Übertreibung zur Unterseite enden und nicht damit, dass Tech ein bisschen billiger wird. Und unter dem Aspekt glaube ich auch, dass der Zyklus in Gold, aber insbesondere, ich bin für Energie noch bullischer als für Gold, dass ein großer Zyklus ist, um nicht das Wort Superzyklus überzustrapazieren, der noch lange nicht sein Ende gefunden hat. Der aber immer dann, wenn viele Videos über Superzyklus gemacht werden, dann sollte man ein bisschen vorsichtig sein, dann gibt es wahrscheinlich erstmal eine Korrektur. Ja. So, das ist ebenfalls nochmal eine Bestätigung dessen, was ich gerade gesagt habe. Commodities are starting to outperform stocks. Aber wenn wir uns das im langfristigen Vergleich anschauen, dann ist das noch nicht so viel. Wobei man auch sagen muss, wir sind auf dieser gestrichelten Linie jetzt etwas weiter oben. Aber es ist eine Spekulation, denn am Ende des Tages können natürlich auch Märkte mal jahrelang seitwärts laufen, keine Frage. Für mich ist das aber ein großer Zyklus, der hier begonnen hat.
der sowohl in den Ölpreisen als auch in den Commodities als Ganzes, aber auch in Edelmetallen, wie es so schön heißt, the best is yet to come. Das Schönste kommt erst noch. So, mit dieser bullischen Grafik möchte ich dann diesen Überblick auch beenden. So, abschließend nochmal der Hinweis. Freikarten für die Invest gibt es diesen Mittwoch im kostenlosen Report. Tragt euch gerne dafür hier unter diesem Video ein. Das war's für heute und jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Wie seht ihr Gold kurz-, mittel- und langfristig? Herzliche Grüße, schönen Abend und bis Mittwoch.